What's up, Freaks? Willkommen zu einer weiteren Let's Play von mir zum Spiel TF2. Heute sind wir als Demoman auf King of the Hill Badlands unterwegs. Auch ein bisschen anderes Set, was wir hier gerade ausprobieren, nämlich Stimmungskanone, das eine Schild und den guten Hammer. Mit dem Hammer kann man nie was falsch machen, denke ich mir zumindest. Zumindest so eine Idee. Oh shit. In dem Fall konnte ich schon was falsch machen. Oh, hätte ich noch meinen Hammer gezückt gehalten, hätte ich den Scout sicherlich noch bekommen. Ich bin mir fast sicher. Naja, wie dem auch sei. Heute möchte ich mit euch über Heroes of the Storm reden. Und zwar nicht nur über Heroes of the Storm, sondern auch über etwas, was... Nein, doch. Heute nur über Heroes of the Storm. Entschuldigung, hab mich gerade versehen. Simple Sache eigentlich. Aber etwas, was mich persönlich sehr stark nervt und was im Grunde meine gesamten Spieleabende haben und ruiniert. Ich habe es in Heroes of the Storm auf Level 35 geschafft. Und zwar endlich, und dazu auch endlich, meine 10 Heroes zusammenbekommen. 10 Heroes in Heroes of the Storm bedeuten, du kannst Hero League spielen, also quasi Ranked Games. Du kannst dich dort solo oder als Größere mit größeren Gruppen einloggen. Im Normalfall, ich bin einfach nur überrascht, dass du mich einfach nicht bemerkt hier. Wirklich? Danke, ich wollte schon sagen, du gehst da nicht drauf ein, ist aber nicht nett. Wie gesagt, also ich konnte endlich Hero League spielen und Rank Games. Relativ coole Sache, aber und man kann sich dort halt mit verschiedenen Gruppengrößen anmelden. Zweier, Dreier, Vierer, du kannst dich auch als Fünfergruppe anmelden. Du kannst dich theoretisch mit der Fünfergruppe aber auch in Team League anmelden. Was wir aber nicht machen, weil eine Team League erfordert eine Menge Strategie und wir wollen einfach nur abends ein bisschen, und abends einfach nur ganz gemütlich spielen. Warum geht das Ding hier auf? Und dementsprechend wollen wir uns eigentlich nicht zu viel stressen. Normalerweise Quick-Matches haben wir bisher immer gespielt und haben auch Spaß gemacht. Aber jetzt, wo wir einmal Hero League gespielt haben, endlich auch Hero League spielen können. Ich bin gerade irgendwo gegengelaufen. Jetzt endlich auch Hero League spielen können, wollen wir das natürlich auch weitermachen. Was hat Blizzard jetzt sich gedacht? Ja, Blizzard führt neue Gruppenregeln ein. Seit gestern. Also, beziehungsweise seit vor einigen Tagen für euch jetzt. Seit gestern, heute ist Donnerstag, also seit Mittwoch. Was ist passiert? Blizzard, Leute, Spieler haben sich aufgeregt und es gibt einige Diskrepanzen, was angeht, wenn Leute, wenn Dreier- oder Vierergruppen zusammenspielen, weil dann da noch ein bis zwei Leute dazugeholt werden müssen und das wird anhand des MMRs bestimmt, also des Matchmaking-Ratings. Wenn man nun zu einer Gruppe spielt und verschiedene Ratings dabei hat, dann kann es sein, dass man richtige Pros oder richtige Noobs in sein Team zieht. Blizzard führt den Gedanken an, ja, man kann dann nicht die meisten Leute besprechen, nicht wenn sie in solchen Gruppen spielen. Ist vielleicht auch wahr. Allerdings finde ich die Idee, dass man jetzt rausgenommen hat, dass man sich in Hero League mit Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen anmelden kann, richtig beschissen. Richtig hart beschissen einfach nur. Es ruiniert meinen gesamten Spieleabend, alles, was ich in den letzten Wochen, mir gefarmt habe in dem Spiel. Wir wollten unbedingt Hero League spielen, jetzt wird uns das verwehrt, weil wir halt nur mal zu dritt sind. Wir sind drei Leute und wir könnten verdammte Hero League nicht mehr spielen. Der Blizzard sich denkt, ja, nö, I don't know. Gott, die Waffenkombination ist übrigens extrem beschissen irgendwie. Für mich zumindest jetzt gerade. aber ich find's nur ein Ding jetzt genau, wo ich endlich Hero League spielen konnte. Ich habe ein Hero League Game gespielt und das haben wir richtig hart gewonnen sogar. Das hat uns richtig Spaß gemacht und wir wollten das eigentlich weiter fortführen. Jetzt können wir es nicht. Einfach bloß, dass ich denke, ja, nee. Wollen wir nicht. Gruppen sind unfair. Blablabla. I don't know. What the hell? Das pisst mich einfach nur hart an. Unnötig alles und... So fühle ich mich gerade. Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau in Worte fassen. Ich will es auch gar nicht versuchen. Das könnte ein bisschen hart extrem werden. Ich bin extrem angepisst, was Blizzard angeht. Da! Muss nicht sein. Jetzt gibt es da eine Möglichkeit, der Macher von Hotslogs, das ist übrigens eine einzelne Person, die Hilfe von der Community manchmal bekommt bei bestimmten Aufgaben, hat er gestern in einem Reddit-Thread beantwortet. Der hat sich vor einiger Zeit mit einem System befasst. Müsst euch einfach so vorstellen, man kann auf Hotslogs dann später quasi... Ach, scheiße. Nee, nicht scheiße. Man kann auf Hotslogs später quasi einfach eine Art Gruppenfeinde auswählen, womit man dann auch bei Dreiergruppen, wenn wir jetzt zum Beispiel als Dreiergruppe spielen wollen, können wir uns einfach zwei Randoms dazu suchen, die uns dann auch nach dem MMR zugewiesen werden und perfekt, wir können wieder das spielen quasi. Zwar nicht unbedingt als Random, sondern Random mit Leuten, die wir durch ein Tool gefunden haben. Bezeichnet man das dann noch als Random? Eigentlich nicht mehr, oder? Aber irgendwie doch, ich meine, ich weiß es nicht, whatever.
Boom, Baby. Sag mal, Neuerwin ist die Waffe für einen Lacher gut manchmal. Oh nein. No! Ich werde sterben. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Da taunte ich lieber nochmal ganz cool und das war's dann auch schon. Nee, und ja, ich hoffe, dass mit dem Gruppenfeind, er hat das jetzt vor, bis zum Wochenende zu machen. Ich hoffe, der wird gut funktionieren. Ich meine, der Macher von Hotslogs, der macht echt eine ganze Menge Zeugs. Ihr müsst euch vorstellen, Hotslogs, ihr könnt eure Replays dort hochladen. Und das analysiert dann die ganzen Stats. Es gibt euch quasi mehr Stats als das Ingame-Overlay. Double Dong. Ich muss ein bisschen länger aufladen. Ich muss das so... Die Waffe muss ich mir wieder angewöhnen. Aber ich hatte ja im letzten Let's Play auch mal von verschiedenen Game-Stilen gesprochen. Und darauf möchte ich eigentlich jetzt auch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr eingehen, wenn ich meine Let's Plays mache. Weil ich bin ja doch ein bisschen in meinen eigenen... Waffenvarianten fest verankert und spiele relativ wenig die andere verschiedene Sachen. Dafür gab es halt früher das Schadensrezept. Allerdings finde ich, dass ich das nicht nur auf Schadensrezept machen soll, dass ich das nicht nur im Schadensrezept machen sollte, sondern auch in, ja, einfach auch in normalen Games. Weil es einfach auch wieder ein bisschen Abwechslung ist und nicht immer irgendwie derselbe Trott dementsprechend halt. Aber ich finde die Waffe halt richtig cool wieder. Ich muss nur Reichweite abschätzen können. Das fällt mir sehr schwer gerade hier. Ah! Random Crit der unten. Das ist... Oh, das... Wie... Was? Jetzt darf ich mal die Frage stellen, wie soll ich F2 drücken, um Nein zu klicken, wenn ich mit F2 die Contracts aufrufe? Ja? Ich meine, das ist F2 ist der Standardknopf für Contracts, oder nicht? Irgendwie verwirrt mich das jetzt gerade. Das ist doch... Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, so wenig macht immer Sinn hier. Ich verstehe es nicht. Schon fast frustrierend irgendwie. Ich wollte gerade sagen Kamikaze, aber... Ich würde sagen, ja. Leute, ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt. Ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Der Charge hat nicht mehr geklappt. Naja, aber das haben wir sowieso verloren. Ciao, ciao!